Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen klettern, ne? Muss mal die Kamera weglegen. Er hat doch die Kamera wieder rausgeholt. Das ist ja gerade das Spannende auf solche Wege. Holzberg. Und unten im Vordergrund Edderinghausen. Das obere ist das Zeichen für den Rothaarsteig, diese Welle. Ja, heute Morgen hat es erst geschneit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme dann einfach nicht in die Hufe. Da war es auch so grau, ich dachte, ach, ein Video kannst du bei dem Wetter sowieso nicht drehen. Aber ich bin guter Dinge, gute Hoffnung. Wir werden es hinterher sehen, was bei rausgekommen ist. Hier geht die Gasleitung über den Berg. Das sieht ja lustig aus, diese bizarren Steine. Thank you.
Oh, jetzt muss ich nochmal kraxeln hier. Es geht noch höher. Hier haben wir noch eine schöne Aussicht. Vor mir, das sind die Bruchhauser Steine. So, jetzt testen wir hier auch gleich mal ein externes Mikrofon. Hier oben ist es ziemlich windig. Und da wollen wir mal gucken. Also ich habe noch keinen Puschel drauf, nur diesen Schaumstoff. Auf den Puschel warte ich. Und da wollen wir mal gucken, inwieweit das die Tonqualität beeinträchtigt. Jetzt fängt es auch so leicht wieder an zu schneien, aber ganz angenehm, trockener Schnee. Das Highlight dieser Gipfeltour. Das sind diese berühmten Rotarstreichbänke. Die sind auch so geformt wie die Welle auf dem Rotarstreichzeichen. Hui, da oben ist so windig, da muss ich mit einem Finger die Kamera noch mit festhalten, damit es nicht zu arg wackelt. Ellringhausen. Hier gibt es einen schönen Rastplatz. Diese Spitzdachhütte, die steht hier schon, seit ich denken kann. Das ist schon ziemlich lange. Und diese Hütte wurde neu errichtet.
Dann könnte ich bei Gelegenheit eigentlich auch mal was kochen. Und diese gelben Schilder, das sind die sogenannten Zubringer zum Rotersteich. Jetzt neigt sich meine kurze Wanderung. Es waren so knapp 6 Kilometer, eigentlich nicht der Rede wert, aber ich wusste auch nicht, wie sich das Wetter entwickelt. Ich hab nicht auf die App geschaut. Und es ist jetzt kurz nach 15 Uhr. Ich werde jetzt das Video noch schneiden und hochladen. Und dann mache ich noch ein bisschen Couching. Tschüss.